Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. So, wir werden heute wieder zum Haimörder. Leider. Muss sein. Und, ja, eins muss ich noch vorher machen, weil das habe ich vergessen. Mein Gemüse lasse ich komplett hier natürlich. Ich Vollpfosten. Wegen Platz sparen. Auch, na, die Millionchen werde ich gleich wegfuttern. Ein bisschen Obst tut eh nicht schaden. Vitamine und so. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. Ich fange gleich mal mit der Nachspeise an, statt mit der Hauptspeise. Macht auch nichts. Kann ich gleich eine neue Brühe kochen. So. Und so. Sehr gut. Aha, das Hühnchen ist auch fertig. So und so. Und so und so und so. Das nehmen wir auch gleich mit. Was braten wir noch? Hm, wäre ein Fisch nicht schlecht, oder? So ein Lachs nehmen wir mit. Ja, den braten wir mal. Den braten wir hier so. Ja, genau. So ist fein. So. Flanke, jawohl. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, es ist dunkel. Gleich. Ich würde sagen, wir hauen uns eine Runde aufs Ohrwaschel. Ja, ernten natürlich vorher noch. Bevor die Möwe wieder was meint. So, Kartoffel, 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 Kartoffel. Und hier machen wir die Rüben. Genau. Zack, zack, zack. Weil von den Rüben haben wir eh so wenig. Sehr gut. Regnet's? Na, es ist nur Unwetter. Es ist nur stürmisch, ne? Also, Wellengang, so würde ich sagen. Ein Wellengang. So. Und zack. Und zack. Und noch fertig gießen. So, genau. Den ein, zwei Schluck lasse ich für uns. Genau, jetzt will ich schnell schlafen gehen. So, gute Nacht. Passt, jetzt wird's hell. Und jetzt da werden wir den Hai killen. Nach Möglichkeit. Und dann werden wir die Insel plündern. Ja, plündern. Das heißt plündern. Ach so, ja, meine ich ja. So, ich glaube, ich begebe mich ins kühle Nass. Dunkel, dunkel. Au, ja, das habe ich schon befürchtet. Das war eh vorhersehbar. Ja, kommen Sie. Wir sind bereit. Einmal, zweimal. Schau, so ein Glück musst haben. Das ist mir wie Glück. So, dann rüsten wir schon mal unser Häkchen aus. Sauerstoff ist soweit fertig. Und was sehen meine Klubschis? Hier haben wir schon mal Kupfer. Fangen wir mal hier so seitlich an. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Brauchen wir jetzt zwar nicht unbedingt. Ich nehme es jetzt trotzdem mal mit. Und dann fangen wir hier an, die Runde fertig, würde ich sagen. So, schön her mit dem Schrott. Seetang ist halt auch so eine Geschichte. Da muss ich auch schauen, dass wir so viel wie möglich ernten. Weil, ihr seht schon, mir geht der Sauerstoff aus. Blub, 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 blub. Mir geht der Sauerstoff leider aus, den kann ich wegschmeißen. Jo. Weil ich nichts haben, du. Gar nichts. Arm wie eine Kirchenmaus durch nichts haben. So. Wir werden wahrscheinlich den Hai nochmal killen müssen. Ist zum Befürchten. So, das war ordentlich Schrott. Wieder Luft holen. Da drüben haben wir das nächste Schrottel. Seetang einen Haufen. Das muss ich jetzt auch ernten gehen. So nebenbei. So. Seetang, Seetang, Seetang. Seetang. Noch mehr Seetang, bitte. Hier herüben. So, zack, zack, zack. Mehr nicht? Mehr nicht. Gut, dann noch schnell. Hier zweimal. Einmal und zweimal. Und wieder auftauchen. So, ja. Jetzt wird der Hai gleich wiederkommen. Wir haben 7
Seetang, das ist natürlich viel zu wenig. Da brauche ich noch viel, viel mehr. So. Ich glaube, für einmal Hai killen haben wir noch genügend Speer. Dann wird der auch zerfallen. Da ist Metall. Sofort. Oh je, ich brauche Luft. Sofort Luft holen, dann Metall noch ernten. Den Seetang noch. Ich hoffe, das geht sich aus, bevor der Hai uns wieder frisst. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Der wird wahrscheinlich schon wieder spawnen jetzt gleich. Und wird mich dann wieder in den Rücken zwicken. So. Sehr gut. Seetang. 10 Stück haben wir jetzt, glaube ich, schon wieder. Reicht aber, glaube ich, noch nicht. Für eine Taucherflasche bilde ich mir ein. Oha, ich muss nach oben. So, ganz schnell, schnell. Ja, blub, blub, blub. So, sind wir schon oben. Ich schwimme mal kurz zurück. Nehme nach Möglichkeit das Fassel hier noch mit. Den Speer rüste ich auch gleich aus. Sehr gut. Rübe, Planke, naja. Eureka! Noch nicht verfolgt, ich bin überrascht. So, ernten. Jo. Können wir eigentlich schon. Jetzt haben wir unseren Bestand schon wieder erholt. Das ist sehr gut. So, tauschen. So. Sehr gut. Sehr gut. So, und gleich bewässern natürlich. So. Und so. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Und natürlich nochmal für uns Wasser. So, und gleich ein paar Schluck saufen. So, das Hähnchen können wir auch mal verknuspern. Sehr gut. Und noch einen Schluck hinten nach. Passt. Seetang. Wo ist denn meine Tauchausrüstung für die Flossen? 5 würde ich brauchen. Okay. 5. Das heißt einmal eine Partie. Dann muss ich kurz mal glubschen. Habe ich noch Clipper übrig? Na, aber Seetang. Hoho. Meine Äuglein haben es erspäht. Seetang. Seetang. Aber sonst nichts leider. Kein Clipper. Kein einzigen nämlich. Gar keinen. Puh. Wurscht. Könnte ich mir auch mal überlegen. Da könnte ich mir glatt mal überlegen, ob ich nicht möchte. Ah, das lasse ich gleich drin, das schmelzt mir dann ein. Ob ich nicht gleich vorhaben könnte und möchte. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es voll vergessen. Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Voll entfallen. Kann nichts Wichtiges gewesen sein. So. Zack, zack. So. Kann jetzt wirklich nichts Wichtiges gewesen sein. Vollgas vergessen. Respekt. Das kann nur ich. Gut. Essen brauchen wir nicht. Jetzt sind wir fertig. Ich wollte irgendwas machen mit den Federn. Auf die Federn habe ich gedacht gehabt, aber ich kann nicht mehr sagen, warum. Ich weiß nur, dass die hier reingehören. Mehr kann ich jetzt. Ich weiß nicht. Ja, die schmeiße ich weg. Haben wir so viel von dem Klumpert, brauche ich nicht. Ich habe mir auch das Schrott angeschaut und irgendwas wollte ich mit dem Schrott machen. Ich weiß es nicht mehr. Aber die Angel kann man basteln. Vielleicht war sie sowas gemeint. In der Richtung. So, also. Einmal Bolzen habe ich jetzt keinen mehr. Dann bauen wir uns einen und herstellen. Die Metallaxt braucht noch einen Bolzen und ganz viel Planke. Okay, vergiss das mit dem mal. Die Angel lasse ich jetzt. Na, die nehme ich mit.
Die nehme ich mit. Das wird gesteckt. Das kommt hier hin. Das kommt dahin. So. Sind wir schon fertig? Ja. Ich mache noch mal eins. So. Dann können wir nämlich die Flosse schon mal machen. Oder Sauerstoffdingens. Oder beides. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Beides wäre optimal. Die Flosse braucht aber Seetang. Ach du Schande. Okay. Dann. Würde ich sagen, Sauerstoffflasche. Oder zumindest nur mal herstellen und noch nicht benutzen. Das könnte man machen. So, schön Planke nachlegen. Aber vielleicht habe ich ja so viel Glück, dass es hier drüben noch irgendwie Seetang gibt. Und dann können wir beides noch herstellen. Inzwischen könnte ich den Haifisch ärgern, ne? Na, der ist sicher wieder da. Ah, ist schon fertig. Passt. Stellen wir mal her die Flossen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Haifisch ärgern, dann ärgert er mich, ne? Lass das. Pfui. Also, ich habe nichts zum Reparieren. Gut, mein Sperli. Und Heureka. Da ist er. Oder sie, wie auch immer. Zack. Zack. Zweimal getroffen. Sehr gut. Aber der Speer wird jetzt gleich sich verschüssen. Ich glaube, den wollte ich nochmal ein zweites Mal bauen. Egal. Und zack. Zack. Na, nichts erwischt. Hoppala. Luft holen. Ja. Es müsste reichen. Da kommt er schon wieder. Zack. Und zack. Jawohl. Nochmal Luft holen. Und da ist er schon wieder unterwegs. Zack. Zack. Nicht getroffen. Verdammt. Nochmal Luft holen. Huch, da kommt er schon. Zack. Jawohl, jetzt ist mein Speer kaputt. Macht nichts. Bauen wir uns schnell einen neuen. Für den Speer. Das sollte schon unter Waffen sein. Hier, Speer. Metallspeer. Blanken. Seile, Metallbahn und einen Bolzen. Okay. Also, Metallbahn für einen Bolzen. Zwei Bahren. Boah, das ist schon teuer. Ein Seil brauche ich. Das müsste, wenn ich noch eins habe. Nein, habe ich nicht. Wer hätte das gedacht? Dann bauen wir uns mal eines. Wow. Ich baue gleich mehrere. So, dann habe ich mal wieder ein bisschen Platz. Hierfür. Planken. Genau, da muss ich jetzt ernten. Die packe ich mal kurz hier rein. Da. Ich habe keine Axt. Jups. Ich habe keine Axt, ne? Schlecht. Sehr schlecht. Ohne Axt kann ich nichts machen. Liegen hier zufällig noch Planken herum? Habe ich Glück? Niemals. Sehr gut. Gut, das war's dann damit. Weil ich glaube nicht, dass ich jetzt hier irgendwie 8 Planken zusammenkriege. Na gut, egal. Ist nicht so schlimm. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann versuche ich das Ganze noch irgendwie mit dem Holzspeer. Genau, den habe ich ja auch noch irgendwo. Wo habe ich den gebunkert? Warte kurz. Ich muss jetzt den Bolzen noch schnell verstecken. Die Angel für den Fall, dass ich sterbe, werde ich auch noch schnell verstecken. Wo habe ich denn das alles? Habe ich das da drüben? Da ist der Holzspeer, genau. Die Angel wollte ich noch kurz verstecken. Habe ich die hier rein? Ah, hier. Da ist mein Werkzeugkoffer, genau. Nagel und Schrott muss ich auch verstecken. Unbedingt. Die tue ich momentan mal kurz hier rein. Auch die Erze müsste ich verstecken. Seetang und hier Metall gleich mal. Ja. Weg ist sie.
Kackmöwe, echt. Ah, das kann sie von mir aus ewig essen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Proviant. So, den Clipper muss ich verstecken. Wow. Weil der ist sehr wertvoll. Metallbahn muss ich verstecken. Die sind auch sehr wertvoll. Und das Metall verstecke ich auch. Ist auch sehr wertvoll. Theoretisch auch die Flaschen. Ich werde noch schnell was trinken. Ja, für den Fall, dass ich das nicht überlebe, ne? Aber so weit werde ich jetzt nicht wegschwimmen vom Floß. Ach, das wird schon. So, Heureka. Es wird wieder dunkel, ne? Da ist der Hai. Und zack. Au. Zack. Ja, von wegen. Ja. Da kommt er wieder. Jetzt wird es zu dunkel. Zack. Zack. Ah, das zweite Mal war zu langsam. Horuk. Jetzt wird es zu dunkel. Ich gehe mal kurz pennen. Säg und schnarch, säg und schnarch. Aber ich fürchte, mit meinem Holz, mit meinem Zahnstocher hier werde ich nichts ausrichten. Ich fürchte. Warte, ich muss schnell rauf zum Essen. Ich fürchte, das werde ich nicht packen. Hörst du auf? Das macht man nicht. Ich probiere mein Glück. Au! Aber ein zweites Mal, glaube ich, habe ich ihn erwischt. Wow, der Wellengang, ne? Und? Zack. Au. Ich warte zu lang, weil ich immer denke, der ist zu kurz, ne? Der Speer. Das stimmt aber nicht. Verdammt. Darf gleich... Ich darf normalerweise genauso gleich draufhauen. Ja. Wie man es gewohnt ist, wollte ich sagen. So, ich esse jetzt mal den Lachs. Da hinten höre ich die Möwe schon wieder. Ach, soll sie doch essen. So, wir sind einigermaßen wieder gesund, glaube ich. Wow. Wow, okay, das war jetzt knapp. Huch, zack, jawohl. Nochmal erwischt. Und für einmal geht's noch. Dann ist der Speer auch ruiniert. Zack. Zack. Ah, einmal noch. Ah, Luft holen. Genug. Und. Zack. Jawohl! So ein Schwein muss man haben. Schön. Sehr gut. So, Luft holen. Raus mit meinem Haken und gehen wir's an. So, hier unten drunten war ich schon. Ja. Hier war ich schon, das heißt, ich darf darüber nochmal kurz Lüftele holen. So, und schauen wegen Schrott und so weiter. Da haben wir schon mal das Erste. Sehr, sehr gut. Da haben wir nur Sand und Stein und Ton, das brauche ich nicht. Erst später wieder mal. Derweil ist das nicht so wichtig, aber Schrott ist sehr wichtig. Natürlich weiterhin Metall. So, Seetang wäre auch so wichtig. Da drüben ist noch ein Schrott. So. Hier herüben ist nichts mehr. Ich versuche immer nebenbei, da ist noch was, ein bisschen Luft zu holen. Versuche ich nebenbei so. Halt. Nicht randalieren hier. So, Gott sei Dank gibt es hier sehr viel Schrott. Ich brauche Nägel zum Vergasen. Ah, Seetang. Ich sehe dich. Habe ich dich schon abgeerntet? Nein. Nein, nein. Meins. Auch hier nehme ich, nehme ich, nehme ich. So, nochmal kurz Luft holen. Da sehe ich noch einen Haufen Schrott. So. Den Schrott nehmen wir auch mit. Einmal, zweimal. Da auch noch. Und dann muss ich mich eh schon verpissen. Weil der Hai wird jetzt jeden Moment wieder respawnen. Ich wollte nur noch schauen wegen Metall. Da versagt die Stimme. Ja.
Metall wäre noch super gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Ich sollte schon zufrieden sein mit dem, was ich hier habe. Wirklich. Da wäre noch Kupfer. Der Sedan hier ist schon geerntet. Jo. Die Planke nehmen wir mit. Schaut aus, als wären wir soweit schon fertig, ne? Dann können wir wieder ins See stechen. Jo. Können wir machen. Metall haben wir eh noch ein bisschen. Vielleicht macht die nächste Insel mehr. Vielleicht hat sie mehr Erz für uns. So. Planke, eine kann er haben. So. Den Seetank verarbeiten wir gleich zu Glipper, wie sie es gehört. Dann kann ich nämlich noch die Sauerstoffflasche machen. Da fällt mir aber gerade ein, ich bräuchte noch eine zweite Flasche, ne? Also nichts da so schnell. Da brauchen wir noch sehr viel Seetang. Gut, ich werde mal die Segel setzen. Den Anker lichten, die Segel setzen. So, dann muss ich mal kurz klupschen. Halt, hier rauf. Das nächste, wir sind jetzt hier. Wir bewegen uns davon weg. Schau mal. Das heißt, andere Richtung müssen wir. Nein. Würdest du mitmachen? Nein. Ich bin auf R. Ah, jetzt dreht er sich. Gott sei Dank. So. Ja, aber der Wind weht halt in die andere Richtung, ne? Das ist mir halt echt ein Rätsel. Ganz ehrlich. Aber bewegen tun wir uns immerhin. Es ist mir halt schon ein Rätsel, wie man Sachen gezielt ansteuern soll, wenn der Wind nicht mitmacht. Da schaffe ich ja nie die Quests. Ach so, die Trophäe kann ich wegschmeißen, genau. Zack. Ciao, ciao. Servus. Das haben wir jetzt richtig. Ich habe das vergessen ausschalten. Ja. Jetzt stimmt die Richtung. Dauert halt einen Moment, bis wir dort sind. Okay. Wie viel hat uns die Möwe schon an Nahrung abgenommen? Ein bisschen. Nicht so schlimm. Ist noch nicht so schlimm. So, die Kartoffel. Achso, warte. Da haben wir noch. Sehr gut. Dann noch Kartoffel. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Sehr gut. Und Wasser. Süßwasser. Und gleich nachfüllen das Salzwasser. So, sehr gut. Ja, ja. Und auch hier herüber noch ein bisschen. Zack. Und. Uah. Aha, wir sind auch durstig. Dann trinken wir mal einen Schluck. Auch ein zweiter ist möglich. Ein dritter noch drauf. Super. Jetzt sind wir wieder gestärkt. So. Gut. Hier habe ich noch einen Metallbahn. Eine Rübe ist auch noch da. Gut. Dann nochmal zu unserer Smelze. So, da kann man was reinhauen. Planken fehlen mir halt. Ah, wird wohl. Ah, hier. Habe ich schon eine. Sehr gut. Wird wohl werden, dass wir jetzt bald wieder auf Müll stoßen und dann wird es schon. Bauen. Ne? Stichwort bauen. Gut. So, was brauche ich denn?
zuerst einmal den Speer. Ich brauche noch mehr Planken. Die werden wohl hoffentlich bald kommen. Eine Axt muss ich dann noch basteln. Jo. Das Floß muss ich reparieren. Mu. Viel Arbeit. Ja, hier haben wir unsere schönen Blumen drin. Habe ich Platz? Ich habe Platz. Jetzt könnte ich siedeln, ne? Also mit der Kiste hier. So. So, so. So. Den Reiniger könnte ich eigentlich auch aufstellen, weil ist ja wurscht eigentlich irgendwo. Ist ja... Ach, die Kiste wollte ich noch mitnehmen. So. Huch. Das war's mit der Kiste. Den Reiniger wollte ich eigentlich hier mal wo aufstellen, weil es ist ja eigentlich eh wurscht. Okay. Ja, ich habe keinen Speer momentan. Hilft mir leider eh nichts. So, nochmal drehen. So, und den wollte ich hier hin tun. So, dann können wir hier nämlich die Farbe reinklatschen. So. So zum Beispiel. Und auch den Pinsel gleich. So, ja. Das ist, glaube ich, besser. Dann kann ich hier auch mal die Farbe einsammeln. Ja, das ist besser. So. Ja. Das Floß werde ich wahrscheinlich nicht mehr streichen. Den Boden vielleicht. Aber die Wände sind mir da echt ein bisschen zu gefährlich. So. Haben wir jetzt mittlerweile schon wieder Planken? Nein. Dann halte ich mal kurz Ausschau. Warte, ich klettere rauf. Tack, 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 tack. Dann halte ich mal hier kurz Ausschau, wie es ausschaut mit der Insel. Halten wir noch drauf zu? Ja. Aber es müsste ein kleines bisschen in die Richtung gehen. Ganz sanft. Ungefähr. So. Oder ist das schon zu viel? So vielleicht. Ich hasse dich. Ja. Das war lieb gemeint. So, ich habe jetzt genug schon für eine Flasche, glaube ich, ne? Ja, die stelle ich gleich. Warte, halt. Bevor ich das mache, kontrolliere ich lieber nochmal, ob ich nicht eh schon irgendwo eine Flasche gebunkert habe, aber ich glaube nicht. Weil die musste ich schon opfern. Nein. Die musste ich nämlich schon opfern für unser Dingsbums da. Okay, das Klipperwerk tun wir zusammen. Die Flasche tun wir hier hin. Ja. Metallerz nehme ich mit zum Baden machen. Was willst du denn, Möwe? Sei brav. So. Jetzt wäre es schon schön, wenn mal wieder ein bisschen Müll kommen könnte. Ja, hungrig bin ich auch schon wieder. Sehr gut. Dann schauen wir gleich. Okay, unser Schüssel. Ein Schüssel brauche ich. Falsches Ladel. Falsches Ladel. Hier, beim Fleisch dabei. Natürlich. Absolut logisch. So, runter damit. Und gleich die neue aufstellen. Ja, Möwe, ist dich satt, mir ist es gleich. Ich bin ja nicht neidig. Es wäre halt schon schön, wenn ihr mal ein paar Eier legen könntet, ihr Piester. Insel. Ich glaube, da halten wir drauf zu, die können resetten. Ist das jetzt nicht unsere alte Insel von vorher? Eigentlich? Ich probiere jetzt mal mein Glück. Vielleicht habe ich so ein Riesenglück. Weil das Spiel fliegt ja... Oder? Ich probiere es mal. Vielleicht kann es resetten. Das wäre echt mega cool.
Wenn das möglich wäre, dann hätten wir noch eine Chance auf eine Ziege. So, ich probiere mein Glück. Er wird mir jetzt zwar wieder mein armes Floß zerschießen, aber was soll's. Ich probiere mein Glück jetzt einfach. Ich beobachte mal den Schatten da oben. Vielleicht sehe ich eine Ziege hüpfen. Das wäre super. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Aber irgendwie, wenn ich jetzt nicht spinne, sieht die Insel schon leicht verändert aus. Warte, ich muss mehr darüber. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht auf Grund. Wow. Bin ich jetzt schon auf Grund gelaufen? Ich glaube, ne? Verdammt. Ja, dann lasse ich das jetzt mal so. Würdest du dich einspannen lassen? Hallo? Mach einfach, zieh dich ein wieder. So, jetzt. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn wir etwas abseits sind. Die Insel ist jetzt anders, oder? Täuscht mich das. Vielleicht habe ich jetzt wieder Glück auf Dreck und vielleicht auf eine Ziege. Aber die, da brauche ich jetzt den Netzwerfer dafür. Verdammt, ich kann sie eh nicht fangen. Meh. Ich stelle mich mal kurz hier drunter. Was brauchte ich denn jetzt dafür? Warte mal. Für diesen Netzwerfer hier, diese Patronen, habe ich das schon? Ich glaube nicht, oder? Netzwerfer. Da bräuchte ich ein Netz, ne? Ja, der Vogel schon wieder. Aber das könnte ich probieren herstellen. Sobald ich ein bisschen Blanke habe. Ich fürchte, dieser Drecksvogel kreist schon wieder um uns herum. Ja, gut. Apropos Blanke. Ich sammle mal ein, was wir hier haben. Ich hoffe, es reicht, dass ich mir wenigstens eine Axt basteln kann. Eine Steinaxt wäre ich schon zufrieden. Ganz ehrlich gesagt. So, mal kurz verstecken. Das waren jetzt 3 Planken. Sehr gut, das waren natürlich zu wenige. Schuh, geh weg. Das waren natürlich zu wenige. Habe ich vielleicht noch ein Glück, dass hier vielleicht noch eine herum... Nicht wirklich, ne? Dass eine durch Wellengang zufällig zu mir findet. Nein. Ah, das ist jetzt echt wieder bitter, ne? Ich habe kein Glück. Ist da hinten? Da hinten wäre eine Planke. Ich riskiere mein Leben. Heureka! Für eine einzige Planke, ja. Das müsste ich aushalten, einmal, dreimal gebissen zu werden. So. Ich hoffe, waren das jetzt das 6 Planken oder 4? Ich weiß es nicht mehr. Für die Steinaxt. Au. 6. Kruze Türken. Kann ich die Planke hier wegnehmen? Alter. Das Viech rastet schon wieder aus. Gibt es hier sonst noch Planken? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich habe halt wirklich richtig Pech, ne? Kann man ja schon gar nicht mehr mit anschauen hier. Kann ich auch machen, was ich möchte. Ich habe leider keine gehortet. Na, das ist echt bitter. Ach, herrje. Ich glaube, der hat gerade den Stein. Ja. Tschüss. So. Gut, dann würde ich sagen,
Der Part ist schon wieder vorbei. Schon wieder mit Überlänge. Entschuldigung. Wir beenden jetzt den Part und im nächsten versuche ich mein Glück trotzdem auf der Insel hier. Vielleicht habe ich so ein Riesenglück, dass ich eine Truhe finde, wo rein zufällig eine Axt drin ist oder Planken. Ich probiere mal mein Glück. Kann ja nicht schaden. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!